Die DHV-News vom 6. Oktober 2023. DHV plakatiert in Bayern. Zeit für Legalisierung. Zeitplan konkret. Mit freundlicher Unterstützung von Awai Medical, Drehhandel und Seeds24. Herzlich willkommen bei den DHV News und herzlichen Dank für 220.000 Abos auf diesem Kanal. Heute werden wir sehr schnell fertig werden mit den DHV News. Es gibt nicht allzu viel zu berichten. Es ist nicht viel passiert, weder in Deutschland noch international, was ich jetzt dringend hier erzählen wollen würde. In Vorbemerkungen zum letzten Mal der Hinweis auf die Wahlen in Hessen und Bayern und auf unsere Wahlanalysen dazu, unseren Wahlcheck, ausführlichst Parteiprogramm auseinandergenommen, jedenfalls von den großen Parteien. Wahlprüfsteine uns haben beantworten lassen und geschaut, was haben die Parteien gemacht in den Parlamenten. Schaut rein, wenn ihr Wähler seid in Hessen und Bayern und geht wählen. Einziger Hinweis dazu vielleicht nochmal, eigentlich von der Bundespolitik zur CSU ist ja alles gesagt worden in letzter Zeit nochmal. Kommt auch gleich nochmal was dazu, aber auch Parteichef Friedrich Merz der Union auf Bundesebene der CDU hat sich jetzt nochmal auf Twitter geäußert, gerade heute ganz frisch, gestern. Wir als CDU-CSU werden mit aller Kraft dafür kämpfen, dass die von der Ampel geplante Legalisierung des Rauschmittels Cannabis nicht kommt. Ja, also nochmal Warnung vor der CDU, vor der Union. Auch in Hessen sind die entsprechend aufgestellt Richtung Cannabis, nur nicht so weit vorneweg sozusagen mit irgendwelchen Stammtischparolen, unterirdischen Argumenten ständig dagegen am Schießen. Aber für Legalisierung ist die CDU auch nicht in Hessen. In Bayern haben wir uns entschieden, wegen dieser besonderen Rolle, die die CSU spielt, zu plakatieren. Wir hatten ja ursprünglich geplant, sozusagen als eine der möglichen Varianten für dieses Jahr, den Showdown in Hessen mit der Mehrheit im Bundesrat. Ja, es ist ja so, dass die CDU nach wie vor im Bundesrat zustimmungspflichtige Gesetze blockieren kann. Was sich leider in die Luft aufgelöst hat, diese Chance, das dieses Jahr noch zu knacken oder vor der nächsten Bundestagswahl zu knacken, durch Giffey in Berlin, die als SPD eben nicht die rot-rot-grüne Koalition fortsetzen wollte, sondern mit der CDU ins Bett gegangen ist und damit im Prinzip diesen Plan vereitelt hat. Ein neuer Plan war eben jetzt, wir haben geschaut, was sind die größten Widerstände, die noch so da sind, Richtung Legalisierung. Und da kommt man an Bayern einfach nicht vorbei. Jede Woche kommt irgendwas um die Ecke von der CSU. Irgendein Störfeuer, irgendeine ganz konkrete Geschichte, was weiß ich, das Gutachten des Professors, dass die Legalisierung zustimmungspflichtig in der EU ist, also ja, nicht EU-rechtsgemäß ist sozusagen, nicht nur zustimmungspflichtig, sondern verstößt gegen EU-Recht, so richtig konkrete Sachen, aber auch ganz viel polemischer Blödsinn, ja, der andauernd gepostet wird von der CDU, CSU in Bayern. Und deswegen haben wir Plakate aufgehängt. In München hängen die schon eine ganze Weile an den Litfaßsäulen hochkant. Zeit für Legalisierung. Cannabis gehört zu Bayern länger als die CSU. Auch in Bayern gibt es natürlich Hanf schon viel länger. Und schon seit Jahrhunderten. Auch die medizinische Wirkung ist schon lange bekannt. Und die Bauern haben schon ganz lange, bevor es auch eine CSU gab, Knaster in der Pfeife geraucht. Und denen war auch die berauschende Wirkung durchaus bekannt. Deshalb Zeit für Legalisierung. Cannabis gehört zu Bayern länger als die CSU. Wir haben jetzt noch weitere Plakate, die seit heute hängen in Fürth, Ingolstadt und Augsburg. Die kommen heute dazu und die werden auch nach der Wahl noch hängen. Und die CSU hat kein besonders gutes Wahlergebnis zu erwarten. Die werden nach der Wahl sich überlegen, woran liegt's. Und da werden unsere Plakate weiterhin auch noch ein bisschen dran helfen, die Analyse des schlechten Wahlergebnisses zu erleichtern. Das ist Ergebnis auch eurer Weihnachtsspenden, die haben das möglich gemacht. Nur dadurch konnten wir diese Aktion finanzieren, haben sehr viel gutes Feedback gekriegt bisher auf die ganze Geschichte. Wenn ihr selber solche Plakate entdeckt in München, Ingolstadt, Fürth oder Augsburg, schickt uns gerne ein Foto davon oder postet die selbst und markiert uns in den sozialen Medien, dass wir da eure Bilder sehen, vielleicht mal teilen, vielleicht mal nutzen. Freuen wir uns jedenfalls drüber, wenn wir davon viel Bildmaterial kriegen. Das erste Foto hat übrigens gepostet Carmen Wegge von der SPD-Fraktion. Ihr seid die Besten, Handverband. Hat sich gefreut da über den inhaltlichen Support gegen die
alternativen Fakten und die unsinnigen Behauptungen der CSU über Cannabis, die ganze Zeit laufen da. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung, dass das möglich ist. Dann noch ein paar Kleinigkeiten sozusagen zum Zeitplan des ersten Teils der Cannabis-Reform in Deutschland, Säule 1. Nochmal für alle, es geht um Entkriminalisierung des Besitzes von 25 Gramm, steht im Moment im Gesetz drin, des Eigenanbaus bis zu 3 Pflanzen und der Cannabis-Anbauvereine. Das hat jetzt im Bundesrat ja passiert, da habe ich letzte Woche sehr viel zu erzählt. Heute kann ich nur sagen, der Zeitplan steht soweit im Bundestag. Theoretisch ist eine Verabschiedung auch soweit möglich, dass es schon noch zum 01.01.2024 in Kraft treten kann. Mal sehen, wie die Detaildiskussionen jetzt laufen. Wir hoffen ja selber noch, dass noch viel verändert wird in der ganzen Geschichte. Zum Zeitplan jedenfalls gibt es jetzt ganz konkrete Informationen. Erstens zur ersten Lesung des Gesetzes, also die Einbringung in den Bundestag. Die soll am Freitag, den 13. Oktober stattfinden, 11.40 Uhr mit Livestream. Und dann soll es noch eine öffentliche Anhörung geben am Mittwoch, 18. Oktober, 14 Uhr bis 15.30 Uhr. Da kann man zuschauen, muss sich aber anmelden und das gilt auch für die Live-Teilnahme per WebEx. Ja, so eine Art Zoom, Bundestags-Zoom sozusagen. Da kann man da live zuschauen jedenfalls. Sagen wird man wahrscheinlich nichts dürfen, aber immerhin. Es scheint also kein Livestream im Bundestags-TV zu geben. Ich weiß auch nicht, ob es nachher eine Videoaufzeichnung gibt, die dann veröffentlicht wird. Ich hoffe es mal. Aber wenn ihr nur mal sicher gehen wollt oder sehen wollt, müsst ihr euch da anmelden und per WebEx digital teilnehmen. Ein Punkt bei der ganzen Zeitplanerei hat nicht so funktioniert, wie ursprünglich angekündigt. Und zwar die Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Äußerung des Bundesrates. Vielleicht waren die überrascht von den ganzen Änderungen, die noch stattgefunden haben. Aufgrund unserer Protestaktion, der vielen E-Mails, die ihr geschickt habt, siehe letzte Woche DHV-News, da hat sich ja doch nochmal einiges getan, ist vieles abgelehnt worden an Verschärfungsanträgen der Ausschüsse des Bundesrates. Und da mussten die vielleicht nochmal neu justieren, die Antwort, wie auch immer. Jedenfalls ist die noch nicht da, diese Stellungnahme der Bundesregierung zum Bundesratsbeschluss. Das macht aber nichts, die nächste Kabinettssitzung ist am 11.10. und da ist die nächste Gelegenheit, diese Stellungnahme zu verabschieden. Und das ist 2 Tage vor der Einbringung in den Bundestag. Wird also soweit nicht zu einer Verzögerung führen. Zumindest nicht, wenn bis dahin diese Erwiderung da ist. Und vielleicht ist die Einbringung im Bundestag auch sowieso auf jeden Fall am Start. Ja, da kann auch die Bundesregierung vielleicht die Stellungnahme nachreichen. Insofern alles nach Plan am Laufen, wie vorher quasi informell schon irgendwie durchgesickert war, haben wir jetzt diese ganzen Informationen offiziell. Das war's im Prinzip schon. Jetzt kommen wir noch zu den Ortsgruppengeschichten und den Terminen. Wir haben 2 Aktionen zu berichten. Einmal hat die Ortsgruppe München zum Ende der Wiesen des Oktoberfestes nochmal einen Infostand gemacht. Und in Stuttgart war der Tag der deutschen Breitheit jeweils mit unseren Ortsgruppen in München und Stuttgart, die das Ganze organisiert haben, mit tatkräftiger Unterstützung der Ortsgruppe Regensburg mit 6 Leuten angereist. Die schreiben auch, es ist regionales Vernetzungstreffen ist das gewesen, ist ausgeartet. Am Nachmittag sind noch Besucher vom CSC München und regelrechte Legalized-Veteranen vorbeigekommen, was immer das zu bedeuten hat. Ja, auf jeden Fall kleines Treffen der Szene in München und dann vor allen Dingen in Stuttgart zum Tag der deutschen Breitheit. Und da ist auch ein kleines musikalisches Highlight entstanden. Dazu haben die uns ein Video geschickt, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Oh,
Ja, das war's soweit für heute. Ich will euch ja hier nicht irgendwie voll labern unnötig, wenn nichts passiert. Ja, es gibt noch ein paar Gerüchte, aber das sind Gerüchte, wenn ihr irgendwie denkt, warum hat er nicht über das und das berichtet? Zum Beispiel, dass jetzt doch alles in ein Gesetz gepackt werden soll, inklusive Modellregionen. Ja, dann sage ich, das ist ein Gerücht erstmal. Ja, das ist nicht belastbar und wurde auch schon dementiert. Also ja, es gibt nichts anderes Großes zu erzählen. Kommen wir zu den Terminen. Wir haben den offenen Hanftisch der Ortsgruppe in Darmstadt, wo ihr mitspielen könnt. Freitag, 6. Oktober, 19 Uhr, was heute ist. Dann nochmal heute, nochmal 19 Uhr, Treffen der Ortsgruppe in Oldenburg. Wuppertal morgen, Dienstag, 10. Oktober. Auch Treffen der Ortsgruppe im Bergischen Land. Dann in Halle ist die Ortsgruppe dabei bei der kritischen Einführungswoche an der Uni. Donnerstag, 12. Oktober. Da informieren die über kritische Cannabispolitik oder was. Ja, jedenfalls sind die da dabei. Berlin, Fachgespräch, Grün voraus. Das ist die grüne Bundestagsfraktion, die sich jetzt auch auf Säule 2 vorbereiten wollen. Die Cannabis-Modellprojekte, wo dann doch im Prinzip so eine kleine Mini-Legalisierung im Labor vom Samen bis zum Cannabis-Fachgeschäft ja geplant ist und ausprobiert werden soll. 12. Oktober, 17 bis 20 Uhr mit Anmeldung. Link in der Videobeschreibung, wie immer. Und München trifft sich die Ortsgruppe, ebenfalls 12. Oktober. Dann 13. Oktober, Freitag der 13. ist in Heilbronn eine Fachveranstaltung zur kontrollierten Abgabe von Cannabis und deren Auswirkungen auf die Jugend in der Gesellschaft. Da ist unsere Ortsgruppe Rhein-Neckar mit am Tisch. Die auch in Heidelberg dann am 14. Oktober einen Infostand nochmal organisiert. Und in Weimar haben wir einen Infostand der Ortsgruppe Thüringen, Samstag, 14. Oktober. Und dann Dienstag, 17. Kundgebung zum Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut in Halle wieder mal. Dienstag, 17. Oktober, da ist die Ortsgruppe immer dabei, wenn es irgendwelche Tage der sowieso gibt. Super Einsatz, ja, immer mit dem Infostand am Start dann da. In Heidelberg nochmal offener Hanftisch, Treffen der Ortsgruppe am Dienstag, 17. Oktober. Nochmal Darmstadt, nochmal Hanftisch, Freitag, 20. Oktober, Treffen der Ortsgruppe und zuletzt eine Konferenz in Hannover, Samstag, 21. Oktober bis Sonntag, 22. Oktober zum Thema Cannabis Social Clubs. Die erste Konferenz, die sich nur damit befasst, soweit ich mich erinnere, hier sind auch dabei als DHV und ein bisschen im Programm vertreten und so weiter, in Hannover, Samstag und Sonntag, 21. und 22. Oktober. Das war's für heute. Liked das Video dafür, dass ich euch keinen Klopf an die Backe laber, wenn nichts passiert ist. Und abonniert natürlich den Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.